Eigentlich sollte an der Stelle ein Abgrundschauspieler-Deckprofil kommen, aber guckt mal aufs Datum. Es ist Sonntag und wisst ihr, was sonntags kommt? Richtig, Memes. Der Meme-Sonntag. Und heute stelle ich euch ein Deck vor, was gar nicht mal so ein wahnsinniges Meme ist, aber in Anbetracht der aktuellen Meta und der Decks, die ich ansonsten spielen würde, ist es eigentlich schon so ziemlich ein Meme-Deck, muss man einfach mal so sagen. Monarchs, richtig. Die Monarchs könnten ganz gut sein, wenn die noch die ein oder andere Karte bekommen, die eventuell demnächst mal released wird. Aber aktuell sind sie leider nicht so toll. Obwohl es eigentlich immer mein Lieblingsdeck war, spiele es ja auch im Real Life, im TCG immer noch sehr gerne, weil es total einfach und simpel ist und ich nicht diese ganze Link-Scheiße dafür brauche. Nein, ich kann einfach meine Monarchen spielen und einfach Oldschool Yu-Gi-Oh! Spielen. Feier ich total. Und die Monarchen sind brutal cool. Ja, wir spielen da zum Beispiel diesen Erebus, den ganz großen Chef in diesem Monarchendeck. Und der Erebus hat beispielsweise die Möglichkeit, dass er uns die ganzen Monarchenkarten aus unserem Deck recycelt, wenn wir eine Monarchenzauber- und Fallenkarte von unserer Hand abschmeißen. Und er im Grave liegt, was ganz praktisch ist. Das heißt, wir brauchen nicht immer und immer wieder ganz viele Monarchen, weil wir können die einfach recyceln, wenn Erebus einmal im Grave liegt. Und Erebus hat den Effekt, wenn der beschworen wird als Tributbeschwörung, können wir zwei Monarchenzauber- und Fallenkarten aus unserer Hand oder unserem Deck wählen, die einen unterschiedlichen Namen haben. Und dann können wir eine Karte auf dem Spielfeld in der Hand des Gegners oder in seinem Grave auswählen und sie zurück ins, Deck mischen, was ein ziemlich insaner Effekt ist, wenn man den einmal beschwört. Schwierig ist natürlich dann aber, den Erebus in Duel Links zu beschwören, muss man einfach mal so sagen. Aber wenn man es mal hingekriegt hat, ist der Erebus schon ein ziemlich solider Boy, sag ich mal. Wir spielen Kaius und Reiser in diesem Deck sonst noch. Reiser legt eine Karte auf dem Spielfeld des Gegners auf sein Deck zurück, während Kaius eine Karte verbannt. Reiser ist in dem Fall deutlich empfehlenswerter, wie ich finde. Ich habe Reiser nur zweimal und einen Kaius, deswegen geht das eigentlich ganz gut auf. Dann spielen wir einmal die aufblühende Blumenzwiebel mit Jet Synchron und der Light Swan Engine in Form von dreimal Riden und zweimal Angriff auf die Lichtbrigade. Wir wollen nämlich viele unserer Karten natürlich auch ins Grave bekommen. Unter anderem halt auch die erstgenannten Karten hier und dann noch diese Karten wie vor allen Dingen der primäre Monarch, ja. Der primäre Monarch hat den Vorteil, dass wir den von unserem Grave als Monsterkarte beschwören können, wenn wir eine andere Monarchenzauber- oder Fallenkarte banishen aus unserem Grave, was ganz gut möglich ist. Und dann können wir halt den primären Monarch aufs Feld klatschen. Gleichzeitig dazu kann aber auch der primäre Monarch auch noch Monarchenzauber- und Fallenkarten aus unserem Grave wählen, zwei Stück, diese in unser Deck mischen und dann dürfen wir eine Karte ziehen, wenn sie auf dem Feld liegt, was nochmal ein solider Recycle-Effekt ist, den wir aber in Duel Links eigentlich nicht so oft benötigen werden. Wir spielen auch nochmal den ersten Monarchen, der erste Monarch, den kann man als, ja wie soll ich sagen, den kann man auch einfach direkt vom Feld aus, also direkt aus der Zauber- und Fallenkartenzone als Monsterkarte beschwören, so. Und wenn der dann beschworen wird, müssen wir aber nicht, eine Handkarte abschmeißen, dann deklarieren wir einen Typen, beispielsweise Finsternis, und dann zählt der erste Monarch als zwei Tribute für diesen Typen, den wir halt deklariert haben. Ist halt ganz praktisch für die ganzen großen Monarchen, die 2800er, für die man 2000 Tribute, zwei Monster als Tribute wählen muss. Ja, sonst haben wir auch nochmal einmal einen Seamorg, den habe ich nur ein einziges Mal, aber der ist auch ganz gut. Der kann nämlich, wenn ein Finsternis oder ein Windmonster als Tributbeschwörung beschworen wird, sich selber aufs Feld holen, aus der Hand oder auch aus dem Grave, was ebenfalls dort lag, was ganz praktisch ist. Ja. Und der hat auch nochmal einen Negate, ebenfalls ziemlich gut. Wenn eine Zauber- oder Fallenkarte oder ein Zauber-Fallenkarten-Effekt aktiviert wird, können wir ein windgeflügeltes Ungeheuermonster als Tribut anbieten, also Seamorg, und diesen Effekt dann negieren. Was ziemlich OP ist, wenn ihr mich fragt. Und die Karte wird dann auch noch zerstört. Very nice. Aber ich habe die Karte nur einmal. Wenn ich sie zweimal hätte, würde ich sie natürlich auch zweimal spielen. So. Anyways. Wir spielen auch nochmal Dracheneis, ebenfalls ganz gut in diesem Deck, auch als Defensivoption, gerade mit den ganzen Milz. Einmal Nester Nadelkäfer, lege 5 obersten Karten deines Decks auf den Friedhof und dann noch eine Karte wie Wiedereinsetzung der Monarchen. Ja.
was ebenfalls ganz praktisch ist. Und da haben wir natürlich auch noch Zugang auf unser Extra-Deck. Zweimal Vermilion Dragon Mech, ne? Den kann man beschwören mit einem 8er plus einem 1er, also Zwiebel bzw. Jet Synchron beispielsweise. Oder auch mit Dracheneis plus Raiden ist es möglich. Wir haben nochmal Black Rose Dragon, den können wir auch beschwören mit einem 6er plus einem 1er. Ja, Korallendrache ist mit Dracheneis plus einem 1er ebenfalls möglich. M7, ja, unsere Monarchen haben alle 6 Sterne außer Erebus und Adrius ebenfalls in diesem Deck. Möglich, dass wir den spielen. Muss aber natürlich nicht immer sein. So, wie war das? Das ist eine Stufe 6 Karte und das ist eine Stufe 5 Karte. Genau, richtig. Primärer Monarch plus Dracheneis beispielsweise. Wäre ein Adrius. Wir spielen den Skill Neo Silvio. Ich fand den eigentlich ganz praktisch. Neo Silvio kann verwendet werden, wenn wir ein Monster kontrollieren, das als Tributbeschwörung beschworen wurde. Und dann können wir eine Zauber- oder Fallenkarte auf unserer Hand in eine Karte wie Froststoß der Monarchen oder die Monarchen erwachen verändern. Ja. Froststoß der Monarchen ist halt ganz praktisch, wenn wir Backrow weg loswerden wollen. Das heißt, jede Zauberkarte in unserer Hand wird zu einem Froststoß der Monarchen potenziell. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Die Fallenkarte, die brauchen wir jetzt nicht immer. Die Fallenkarte war ja Eskalation der Monarchen. Das heißt, wobei die ist auch nicht schlecht. Eine Eskalation der Monarchen gegen so ein Deck, was halt viel Backrow spielt, sagt nämlich aus, dass unsere als Tributbeschwörung beschworenen Karten ihre Effekte verlieren, aber dann halt von Zauber- und Fallenkarten oder generell Karteneffekten des Gegners unberührt bleiben. Ist halt auch nicht schlecht. Ne? Ist eigentlich sogar ziemlich gut. Ja. Warten wir mal ab, was wir mit diesem Monarchendeck so Schönes machen können. Es ist Meme-Sonntag, deswegen hoffen wir natürlich auf einige schöne, Games, die wir heute hier austragen können. So, Pendelbeuter. Füge deiner Spielseite zu Beginn des Duells eine Pendelzone hinzu. Zusätzlich kann der folgende Effekt auf dem dritten Spielzug benutzt werden. Füge deiner Hand ein offenes Pendelmonster von deinem Extra-Deck hinzu. Bis zum Ende kannst du diese Karte. Okay. Verstehe. Wir spielen also gerade gegen den Künstlerkumpel-Deck. Und er hat zweimal. What? Was ist das denn? Warum liegt der denn zweimal die Karte da rein? Einmal pro Spielzug, wenn ein Monster des Gegners einen Angriff, direkten Angriff deklariert. Du kannst diesen Effekt aktivieren. Du hältst aus dem Kampf keinen Kampfschaden. Ach so, okay. Gut. Dann droppen wir doch erstmal den Angriff auf die Lichtbrigade. Wir haben Primera Monarch plus einen Raiden abgeschmissen. Okay. Das sind nicht so die Karten, die ich unbedingt abgeschmissen haben wollte. Ja, wir können jetzt hier eher so einen direkten Approach nehmen. Und ich glaube, das machen wir auch. Wir wollen ja Karten in unser Grave bekommen. Deswegen droppen wir jetzt Raiden. Blumenzwiebel, very nice. Und wir können zusätzlich dazu auch nochmal der primäre Monarch aktivieren. Wir setzen erstmal noch den ersten Monarchen und dann greifen wir einfach mal an. Let's go. Whoop. Welche Karte war das jetzt? Künstlerkumpel Münzdrache. Andere Monster und die Drache, die kontrolliert halt 500 Attack. Okay, kein Problem. Und wir millen nochmal zwei Karten. 1-2, Solarwiederaufladung und Erebus. Alles klar. Erebus wollen wir natürlich auch im Grave haben. Erebus im Grave zu haben ist gut. Praktisch vor allen Dingen. So, mein Gegner hat jetzt aber hier ganz guten Out. Himmelsiris. Das ist natürlich ziemlich stark, die Himmelsiris. Das ist ein guter Out. Das ist nämlich ein Top-Searcher. Der zerstört jetzt nämlich einfach die Gongatze. Gongatze. Kommt von Gong und Katze. Kann sich dann den Pendeldrachen raussearchen. Der kommt dann auch in die Pendelzone. Und weiter. Endphase. Alright. Dann aktivieren wir den Effekt von der primären Monarch. Wir banischen wieder Einsetzung der Monarchen. Und holen uns einmal den primären Monarch aufs Feld. So. So, mein Gegner kann irgendwas aktivieren. What is this? Ah, der zerstört einfach jetzt den Pendeldrachen in der Endphase. Das war der Effekt. Und searcht sich Regenboot zu. Okay. Aber wisst ihr was? Das ist für mich kein Problem. Denn jetzt geht's ab. Wir beschwören Reiser. Whoop! Als Reboot-Beschwörung. Reiser aktiviert seinen Effekt. Und wir wählen
Himmelsiris. Himmelsiris geht jetzt also wieder aufs Deck zurück. Dann können wir Simorgh zusätzlich beschwören. Whoop! Ich überlege gerade, ich könnte meine Fähigkeit aktivieren, ne? Aber an sich macht nicht so viel Sinn. Wir aktivieren einfach Raiden's Effekt, müllen nochmal zwei Karten und dann. Whoop! Raiden, direkter Angriff. Mein Gegner kann theoretisch jetzt, Gongatzes Effekt aktivieren. Macht er auch? Jetzt schon? Okay, soll er machen? Reiser greift auch nochmal an. Wait, du hast jetzt kein Kite-Roid, oder? Doch, er hat Kite-Roid. Okay. Ja, der Kite-Roid ist in der Situation natürlich jetzt doof. Raiden mild nochmal zwei. Das ist in Ordnung. Aber das war jetzt nicht so doll. Das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Okay, Sky Iris. Kennen wir ja. Aber was das Tolle bei Sky Iris ist, ist, ich kann jetzt einfach Simorgh's Effekt aktivieren. Wir hauen erstmal den Reiser weg und annullieren jetzt die Aktivierung von Sky Iris und zerstören Sky Iris. So. Und jetzt hat mein Gegner eine einzige Handkarte. Das muss eine Pendelkarte sein. Regenbosu. Okay. Ist aber immer noch kein Problem. Jetzt kann natürlich der buntäugige Pendeldrache beschworen werden. Das geht jetzt in der Theorie. Whoop. Ich wusste ja, dass der Regenbosu hat. Eigentlich hätte ich den Bosu negaten müssen. Ja, das war unnötig. Hätte ich jetzt eigentlich den Regenbogen-Bosu negaten müssen. So, Bosu aktiviert seinen Effekt. Du gehst jetzt auf 2700 hoch. Mhm. Und greifst mich an. Beziehungsweise den Raiden. 2000 Damage, ne? Odd Eyes Effekt sagt in dem Fall Folgendes aus. Aber wisst ihr, was wir jetzt einfach machen können? Wir aktivieren den ersten Monarchen. Zack. Wir aktivieren den Effekt vom ersten Monarchen. Jet Synchron ins Grave. Wir wählen Finsternis aus. Whoop. Dann aktivieren wir aus dem Grave den Effekt von Erebus. Wir schmeißen den ersten Monarchen ab, holen uns Erebus auf die Hand zurück. Whoop. Oh Moment. Geht das überhaupt mit Erebus? 1, 2, 1, 2. Ja, müsste funktionieren. Zack. Du zählst für 2. Boom. Erebus. Effekto. Hatsugo. Einmal. Und zweimal. Zack. Einmal und zweimal. Und wir mischen den Pendeldrachen wieder zurück ins Deck. So, dass er mich nicht nervt. Können wir nämlich hier einmal direkt angreifen. Problem ist jetzt Gongatze. Ja. Ich könnte Gongatze negaten. Machen wir das? Ja, machen wir. Dann ist die Gongatze zumindest mal weg. Problematisch wird es jetzt nur. Ja, wobei geht. Eigentlich ist es nicht problematisch. Eigentlich haben wir das jetzt hier relativ sicher in der Tasche. Der Gegner wird mit diesem Deck nicht mit aus dieser Situation rauskommen. Der braucht jetzt irgendeine Pendelzonen-Karte. Da hätte er vielleicht noch irgendwas aus dem Extra-Deck beschwören können. Aber da ist ja nichts mehr drin im Extra-Deck. Weil der Odd Ice Dragon, der ist ja weg. Wisst ihr, was ich meine? Ja, läuft doch. Läuft auch ganz gut. Es war nicht ganz optimal gespielt von uns. Ja, also ich habe an diversen Stellen erkannt, dass man da hätte besser spielen können. Definitiv. Aber hey, das Deck macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Das Deck macht einfach Spaß. Ja.
Monarchs machen Spaß. Und es gibt noch einige Karten bei den Monarchs, die theoretisch jetzt noch rauskommen können. Ja, gucken wir mal. Aber da gibt es definitiv noch so ein bisschen was. Die ganzen Mega-Monarchen theoretisch. Wir haben noch Ida, Kuras, Idea, Stormforce wird wahrscheinlich nicht kommen, genauso wie Pantheismus. Wobei, Pantheismus könnte ich mir vorstellen, aber Domain und Stormforce ist schon übel. Ist schon übel, ja. Das ist schon übel. So, wem auch sei. Angriff der Lichtbrigade. 1-2 und wir wählen Raiden. Dann darf Raiden aufs Feld direkt mal seinen Effekt aktivieren, weil wir müssen ja die ganzen Karten ins Grave bekommen. Jetzt Synchron, ne? Yep. So, jetzt die Frage, der primäre Monarch zum Recyceln? Nee, ne? Der erste Monarch. Die andere Karte behalte ich die für den Fall, dass wir Erebus millen. Ja, behalte ich für den Fall, dass wir Erebus millen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, wichtig ist wie immer, dass wir einfach nur mit Raiden starten. Ja, Raiden ist so ziemlich der wichtigste Starter hier in diesem Deck. Und, Portal zum Chaos. Gaia. Okay. Gaia. Ja, Gaia ist unangenehm, Leute. Gaia ist sehr unangenehm. Ich habe nämlich jetzt auch keine Karten ins Grave bekommen, die ich unbedingt da drin haben wollte. Gut, Jet Synchron ist ganz cool. Wieder Einsetzung der Monarchen wäre ebenfalls nicht schlecht. Aber Gaia nervt jetzt natürlich, ne? Gaia ist da nicht so toll gerade. Okay. Dann warten wir einfach mal ab. Drachenmeister Gaia, der magische Drachenritter, Moment. Spiegel des Drachen, ist auch okay. So, da ist er, der magische Drachenritter. Set 1. Set 2? Nein, Set 1 einfach noch. Okay. Na, immerhin. So, du greifst hier einmal an. Das ist in Ordnung. Du pusht dich jetzt auch hoch. Ja, dich abzublocken wird mir jetzt auch nicht so viel bringen. Wir nutzen den Effekt vom primären Monarchen. Wende schon einmal dich. Hauen dich aufs Feld. Und der erste Monarch wird ebenfalls nochmal gedroppt. So. Let's go. Den Effekt vom ersten Monarchen aktivieren? Nein. Das machen wir nicht. So. Boom. Solar wieder aufladen. Oh, das ist jetzt natürlich ein ganz blöder Brick, ne? Das ist natürlich ein ganz blöder Brick jetzt. Okay, aber wir haben die Zwiebel. Zwiebelzahn! Moment. Weil diese Karte auf diese Art beschworen würde, kannst du keine Monster als Spezialbeschwörung außer Monster in der Eigenschaft dieser Karte beschwören. Na dann. Habe ich eh verloren. Ich hätte auch ein bisschen stallen können, aber. Ja, der Solaraufladungsstore war leider nicht so toll. Ich hätte irgendwas anderes gebraucht. Ich hätte auch noch so viele tolle Karten im Deck. Ich hätte eine meiner Tributkarten beispielsweise gebraucht. Das wäre echt gut gewesen. Simorgh. Ja, Simorgh jetzt vielleicht nicht. Aber so ein Erebus zum Beispiel wäre richtig gut gewesen, ne? Wiedereinsetzung der Monarchen wäre auch super. Aber in erster Linie hätte ich nicht der erste Monarch spielen dürfen wegen dem Drawback. Ja, das hätte ich nicht machen dürfen. Oh, das war ein ganz großer Fehler. Ich hatte halt echt noch die Option zurückzukommen.
Ich hätte sonst echt noch die Option gehabt, zurückzukommen, ne? Zwiebel beschwören. Synchrobeschwörung, Gegner schießt mich. Kein Problem. Dann hole ich mir den wieder. Zwiebel kann sich auch nochmal specialen. Nochmal. Bam. Und dann bin ich durch den Lock durch. Ja, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Aber der Gegner hat auch noch eine Backrow-Karte. Also. Schwierig. Ob das jetzt wirklich was gebracht hätte, das vermag ich nicht zu sagen. So. Was ich ebenfalls nicht vermögen will zu sagen, ist diese Starter, die wir haben. Sehr merkwürdig. Okay. Brutaler Traumstart vom Gegner. Ziemlich brutaler Traumstart vom Gegner. Mit zwei Blue Eyes. Beziehungsweise einmal den Massivdrachen? Hat er mit Blue Eyes gerade ein OTK geschafft? Ja, hat er. Champ. Warum habe ich nicht Dracheneis beschworen? Ich weiß es nicht. Ich war gerade total geflasht. Warum habe ich nicht Dracheneis beschworen? Aber ich war gerade total geflasht. Was ist das denn für eine gammelige Kackliste? Aber es hat halt funktioniert. What the hell? Okay, gut. Meme-Sonntag, wie er leibt und lebt. Finde ich gut. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Also heute haben wir wirklich wieder die wildesten Decks. Aber das finde ich gar nicht mal so schlecht. Finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Das zeigt nämlich nur, dass dieses Deck auch... Dieses Deck vor allen Dingen. Das zeigt nur, dass dieses... dass wenn du selber auch nicht vielleicht das krasseste Tryhard-Deck spielst, auch gegen andere Decks gematcht wirst, die ebenfalls nicht die krassesten Tryhard-Decks sind. Und das ist doch was Schönes. So, Angriff der Lichtbrigade. Erebus. Okay, das ist... eine ziemlich solide Hand, die wir hier haben. 1-2, wir haben wieder Einsetzung der Monarchen und wir haben den ersten Monarchen. Und da haben wir unser Grave auch noch gesetupt. That's pretty dope. Das ist ziemlich krass. Das ist echt ziemlich krass. Holy moly. Alright. Super Heavy Samurai. Mhm. Ganz, 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 ganz wild hier. Okuba mit den Super Heavy Sams. Okay. Die opfern. Bla bla bla. Holt sich was hier aus Feld. Gigantenhandschuh. Kann den Effekt von Dracheneis aktivieren. Brauche ich noch nicht. Not yet. Die Mainphase ist gleich zu Ende. Oh. Okay, merkwürdig. Also, was ich jetzt definitiv machen würde, ist. Moment. Überlegen kurz. Primera Monarch. Ich würde halt die Karte wieder ins Deck zurückmischen, ne? Mit Erebus. Was so viel wie bedeutet, wie eigentlich müsste ich Erebus wiederholen. Was, wir aktivieren den Effekt von Erebus. Wir schmeißen dich ab und holen uns den Erebus wieder auf die Hand. So. Okay. Dann können wir einmal den Effekt vom primären Monarchen aktivieren. Vanischen die Wiedereinsetzung, hauen dich aufs Feld. Und ich glaube, das reicht. Den ersten Monarchen, den brauche ich noch nicht. Noch nicht. Den kann ich auch gleich erst droppen. Okay. Let's go. Dann haben wir jetzt Jet Synchron.
Und das ist ganz gut, weil Jet Synchron will ich nicht auf der Hand haben, den will ich im Grave haben. Wir beschwören dich, wir aktivieren deinen Effekt. Schmeißen Jet Synchron ab. Boom. Wählen Finsternis. Dann können wir nämlich Erebus jetzt beschwören. Für den ersten Monarchen. Du zählst als zwei Tribute. Let's go. Wir aktivieren den Erebus-Effekt. Bam. Wir wählen dich aus plus dich aus. 1, 2. Eine Karte aus der Hand deines Gegners ins Deck mischen. Nein. Wir wollen nämlich den Gigantenhandschuh ins Deck zurückmischen. So. Dann kann ich theoretisch den Vermilion Dragon Mag beschwören. Ich könnte auch nochmal zwei Karten millen. Ich glaube, das machen wir noch nicht. Wir greifen einfach an. Kite Droid. Kite Droid. Die Leute werden ja immer kreativer hier. Kite Droid, Kite Droid, Kite Droid. Aber nur 4 Handkarten. Und noch kein Grave Setup außer Kite Droid. Ist doch immerhin ganz gut. Ist doch immerhin ganz gut. So, ich hätte jetzt auch überlegen können, ob ich hier nochmal Synchro beschwöre. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Jetzt schon mal. Hätte ich mir halt den Mill gespart. Weil mehr Millen will ich jetzt eigentlich gerade nicht, ne? Ne, jetzt gerade nicht. Backroad mein Gegner ohnehin nicht. Das juckt mich also überhaupt nicht. Wir haben noch die Zwiebel im Grave plus Dracheneis. Also eigentlich brauche ich eher so meine Deckkarten gerade. Ich kann auf einen 6er gehen, theoretisch. Ich kann auf Bryonek gehen. M7. Okay, das heißt, wir haben gerade sehr viele Optionen. Okay. So, einmal, zweimal. Vermilion Dragon Mag. Boom! I summon you, my friend. So, dann banischen wir den Raiden. Zerstören dich. Gigantenhandschuh. Ach, Gigantenhandschuh, ey, das gibt's noch nicht. Der Gigantenhandschuh ist jetzt echt kacke. Weil eigentlich darf ich jetzt nicht angreifen. Eigentlich will ich jetzt auch nicht angreifen. Ja, mein Gott, was mache ich denn jetzt hier? Moment. Reiser ist weg. Ich habe noch einen Kaios und noch einen Reiser im Deck. Und noch einen Erebus. Die habe ich noch im Deck. Nichts Brauchbares auf der Hand. Ich habe zweimal Raiden auf der Hand. Das ist natürlich kacke. Angreifen will ich gerade nicht. Machen wir doch Folgendes. Double Dragon Mag, dann ist der Erebus schon mal weg. Zwei, drei, das ist nicht so toll. Na, muss ich noch eine Runde warten? Oh Mann! Ah, das ist echt nicht gut. Da liegt doch ein Kite Droid, ein Gigantenhandschuh. Und die stallen noch so gut. Aber wir können Folgendes machen. Der primäre Monarch. Banish you. Okay. Da ist jetzt Reiser. Bringt mir aber auch nicht so viel. Gut. Die greifen nicht an, die warten ab. Das Problem ist, ich laufe gerade ins offene Feuer. Ich könnte jetzt gleich verloren haben. Ich könnte ziemlich sicher verloren haben. Und eigentlich ist ja Erebus richtig stark, aber ich kann halt mit dem Erebus gerade nicht so viel machen, ne?
kriegt ihr nämlich nicht aufs Feld. Ich krieg die auch nicht recycelt, weil ich habe noch Monarch-Spells. So ist es nicht, aber die... Ich habe noch Monarch-Spells, aber die liegen in meinem Deck. Also ich habe da jetzt eigentlich noch einen Kaios drin, einen Erebus und zweimal Frost... Nicht Froststoß. Wiedereinsetzung, glaube ich, ne? Ne, einmal Wiedereinsetzung. Und einmal noch... Ja, gute Frage. Flötenspieler. Mhm. Flötenspieler gibt jetzt auch Schutz. Auch nicht so geil. Und noch ein Gigantenhandschuh. Aber was ist das denn? Seamorg habe ich auch noch. Stimmt, den Seamorg habe ich auch noch. Da komme ich jetzt nicht mehr durch, Leute. Da komme ich jetzt nicht mehr durch. Kytroid, zweimal Gigantenhandschuh. Jetzt gesagt, vielleicht mit einem Erebus, aber selbst ein Erebus bringt mir jetzt nicht so viel. Aber warten wir mal ab. Vielleicht verlieren wir jetzt auch in dieser Runde schon. Warten wir mal ab. So, Schleichninja. Okay. So, hat er die Kombo, um mich zu besiegen? Seelenschild plus Doppelangriff würde mich besiegen. Verteidigungsaufladung. So, GG. Ja, GG, Leute. Da kann ich nichts machen. Ich muss halt ein bisschen riskieren, oder ich hätte halt hier einfach ein bisschen riskieren müssen. Sowas ist super unangenehm, dass man gegen solche Decks spielt. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Da kommst du halt nicht durch. Kytroid plus dreimal Gigantenhandschuhe. Ist gegen das Deck, was ich spiele, natürlich echt nicht so geil. Wobei man natürlich halt die Karten aus dem Grave wieder ins Deck mischen kann, notfalls. Das würde gehen. Oder halt auch die auf der Hand. Ja, wenn man dazu kommt. Aber in dem Fall ging es ja leider nicht so wirklich. So, die Runde darauf, was hätten wir machen können? Riser, die Karte aus Deck zurück. Er hätte blocken können mit Flötenspieler. Am besten wäre Brionak gewesen, ne? Brionak und dann halt den Gigantenhandschuh auf die Hand bouncen. Aber das habe ich ja nicht geschafft. Ich hatte nur den Luminian Dragon Mac. Naja. Also Monarchs sind cool, Leute. Monarchs machen Spaß. Das waren jetzt alles Games, die wir gut hätten gewinnen können. Vor allen Dingen das letzte. Mit ein bisschen mehr Glück. Aber ja, für heute soll es das gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Und haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, euer Regi.